Der junge Mann, welcher Kente Gernos Erzählung niedergeschrieben hatte, schaute fragend auf. Seine Worte enden hier, Vindudia. Ich will jedoch nach Perzia zurückkehren und ihn wieder treffen. Bleibt erst noch ein wenig und stärkt euch für die Reisen nach Alkuria. Doch will ich euch nicht verheimlichen, dass mich dürstet, mehr von meinem Bruder zu erfahren, o Kentigernus, Sohn des Ivo Venus. Er sprach auch mehr, doch waren seine Worte dunkel und rätselhaft. Er wandte sich an den jungen Mann. Es ist gut, dass ihr meine Worte notiert habt, Tolimaros. Ich werde wiederkehren, sobald ich mehr erfahren habe. Und auch jenes soll von euch aufgeschrieben und der Nachwelt erhalten bleiben. Der hagere Mann erhob sich und begab sich zu seinem Nachtlager. Morgen würde er wieder aufbrechen und Uvania verlassen. Dann würde er wieder die kaledonischen Wälder durchstreifen, nach Alkuria am Flosse Clota und nach Perzia und hoffen, auf einen weißen Hirsch zu stoßen.